ich habe heute ein Aufgebraucht-Video für euch. Ist wieder einiges zusammengekommen, das befindet sich hier drinnen und das zeige ich euch jetzt. Fangen wir gleich mit dem ersten Produkt an und das ist hier von Schwarzkopf eine Haarfarbe, die ich mir noch gar nicht so lange her geholt habe und hätte mir eigentlich gedacht, dass die wirklich richtig gut ist, aber ich war schon jetzt im Endeffekt ein bisschen enttäuscht. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich könnt ihr das nicht sehen, aber mein Ansatz ist nicht so gut gefärbt, würde ich jetzt sagen, beziehungsweise der Ansatz ist auf jeden Fall noch immer so hell. Die Haarfarbe hat mir auch von Anfang an nicht so gut gefallen. Hier steht ganz groß, nicht tropfendes Gel, was gar nicht stimmt. Da habe ich wirklich richtig rumgepatzt damit. Das hat mich schon mal richtig gestört. Wenn ich das schon so groß anpreise, dann sollte es zumindest ein Tick besser sein mit dem vielen Tröpfeln. Es war jetzt schon eine Art Gelform, aber nicht jetzt so eine dicke Gelform. Ja, von dem her habe ich mich da jetzt auch nicht gerade so leicht getan wie bei manch anderen Haarfarben. Ich war im Großen und Ganzen nicht zufrieden, würde ich mir auch nicht mehr nachkaufen. Ist aber, glaube ich, auch aus dem Sortiment gegangen, da ich sie im Ausverkauf gekauft habe. Ja, ich hätte mir gedacht, Schwarzkopf ist eine tolle und gute Haarfarbe wahrscheinlich. Habe ich da einfach gerade bei der hier kein Glück gehabt. Ist auf jeden Fall das kühle Braun mit 5,1. Ja, habe aber jetzt schon eine andere nachgekauft. Ich teste mich da jetzt gerade ein bisschen durch und mal sehen, wo ich dann hängen bleibe. Dann habe ich diese Limited Edition Allzweck-Tücher von Denk mit der DM Eigenmarke leer gemacht. Eine LE mit dem Duft nach Orange und Bergamotte. Ja, hat mir eigentlich sehr, 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 sehr gut gefallen. Gibt es aber jetzt leider nicht mehr zum Nachkaufen. Dafür gibt es jetzt andere Duftrichtungen, die mir jetzt auch nicht so zusagen. Das ist wieder so dieses Zitrone und ja, das, was wir eigentlich schon mehr oder weniger kennen. Und ja, Zitrone ist ja nicht so mein Ding. Zumindest vom Duft her, dieses typische, also der typische Zitronenduft, den man auch bei den öffentlichen WCs immer so riecht. Ja. Aber das hier hat mir wirklich sehr zugesagt, roch ziemlich gut und ja, Allzweck-Tücher von Denk mit kaufe ich sowieso immer sehr gerne wieder nach. Dann auch ein Nachkaufprodukt ist dieses Babylove Kopf bis Fuß Waschgel in Sensitive mit dem Duft von Camille und Panthenol, milde, der reinigt und pflegt und auch keine Tränen. Das kaufe ich immer, immer wieder nach, weil ich es so, so gut finde, auch vom Duft her. Dann auch sehr praktisch hier mit den Pumper drauf und ist mit 500 ml vegan. Die Inhaltsstoffe finde ich sehr, sehr toll hier, deswegen ja, kann ich nur Gutes davon berichten und euch auf jeden Fall auch empfehlen. Kann man aber auch als Erwachsener verwenden, von dem her ist es eigentlich für die ganze Familie. Dann habe ich mein beliebtes Gesichtswasser leer gemacht, das ultrasensitive Gesichtswasser von Balea Med. Ihr wisst, Balea Med. Ja, bin ich ein absoluter Favorit von, ist auf jeden Fall ohne Alkohol und mikroplastikfrei, ohne Parfüm, Parabene, Farbstoffe. Ja, Inhaltsstoffe auch top, deswegen kaufe ich es mir auch immer wieder nach. Dann habe ich das hier schon etwas länger mal gekauft, das habe ich bei Action mitgenommen, ist von Head & Shoulders das Volumen Shampoo. Ich muss aber ehrlich sagen, ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viel Head & Shoulders probiert, aber ich habe da jetzt noch nie irgendwie etwas Schlechtes gehört und selbst fand ich es jetzt auch eigentlich ganz okay, aber das hier war jetzt nichts Besonderes. Ja, vom Duft her hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe mir das immer in die Schwimmtasche reingeschmissen, als ja, der Lockdown noch nicht so extrem war. Das war vor Weihnachten, sind wir eigentlich sehr, sehr oft und regelmäßig schwimmen gegangen. Das geht jetzt einfach nicht mehr, beziehungsweise waren wir schon lange nicht mehr schwimmen und ja, vielleicht hat das auch mit dem etwas zu tun, da ja man vom Schwimmen, ja, dieses ganze Chlor in den Haaren ist dann noch um einiges schwieriger. Vielleicht habe ich dann deswegen das Gefühl gehabt, dass das nicht so besonders gut ist. Ach ja, dann habe ich mir hier von Ebelin diesen Anspitzer gekauft. Den habe ich mir erst vor kurzem geholt. Das ist dieser mit diesen Zweifach. Ich zeige ihn euch schnell, damit ihr wisst, was ich meine. Ja, und zwar ist das dieser hier.
Und ich muss ganz ehrlich sein, ich weiß nicht, was mit dem Ding los ist, aber es funktioniert bei mir irgendwie nicht so gut. Es brechen mir immer wieder die Spitzen ab. Ich verstehe es einfach nicht. Am liebsten würde ich ihn, genauso wie ich ihn hier habe, in den Müll schmeißen. Aber ich habe ihn jetzt eigentlich immer probiert an meinem Lip Liner von Banana Beauty und der ist ja schon ziemlich cremig. Vielleicht liegt es einfach nur an dem, aber ich muss das mal mit einem normalen Kajalstift probieren, ob das dann auch so ist. Wenn ja, dann kommt er auf jeden Fall in den Müll, denn der ruiniert mir eigentlich nur meine Produkte. Ja, wieder ein Nachkaufprodukt ist das ja. Das ist von Don Toten die Zahncreme. Die habe ich euch eh schon des Öfteren gezeigt. Die Brillantweiß, also die in Lila. Ökotest sehr gut, Inhaltsstoffe relativ gut, deswegen kaufe ich sie auch gerne nach und ja, bin eigentlich sehr zufrieden um den Preis. Dann habe ich hier diesen Liquid Ink Eyeliner leer gemacht. Ich habe mir auch schon wieder nachgeholt. Ich mag da einfach den Pinsel. Ja, er ist sehr, sehr fein. Man kann sehr präzise damit malen und ja, ist auch sehr, sehr günstig von Essence. Und ich habe da immer auch den in der nicht wasserfesten Variante. Denn ja, ich mag normalerweise schon eher waterproof, aber bei dem habe ich immer das Gefühl, bei dem waterproof, dass der Liner dann, also der Strich hier zu bröckeln beginnt und das sieht dann nicht so schön aus. Das nächste ist hier eine Kerze, da wollte ich euch noch die Umverpackung zeigen. Ich habe mir die Kerze von Action geholt. Wenn ihr das Video dazu gesehen habt, ich habe mir da 4 Stück dieser Kerzen geholt. Wenn ihr die mal wo seht, kauft sie euch, wenn ihr auch auf frische, saubere Düfte steht, denn die Kerze ist echt ein Wahnsinn. Ja, ist auch mit dem Duft von frische Wäsche und ich habe die überall im Haus rumstehen, nicht angezündet und das ganze Haus riecht danach. Ich liebe es einfach. Dann habe ich das auch leer gemacht und zwar sind das diese Make-up-Korrekturstäbchen, die vorne eine Spitze haben, eine ziemlich kleine Spitze und hinten dieses runde, hier seht ihr es genauer. Ja, die sind auch leer gegangen, habe ich mir auch schon wieder nachgekauft, sind 80 Stäbchen drinnen mit reiner Baumwolle aus Papierschaft und umweltfreundlich und stabil. Müsste eigentlich jetzt nur noch diese Umverpackung ein bisschen umweltfreundlicher sein, dann wäre es mir noch ein bisschen lieber, aber na gut, ist halt jetzt so. Und ja, verwende ich auch immer regelmäßig und kaufe ich mir auch immer wieder nach. Dann habe ich wieder Smile Secret diesen Aufhellungsstreifen verwendet. Da versuche ich schon immer sehr regelmäßig das anzuwenden und ich bin auch ganz zufrieden damit. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob dieses Bleaching-Gerät, das man sich am Handy ansteckt und reinsteckt, ob das nicht doch ein bisschen effektiver ist als diese Stripes. Ja, ich werde die auf jeden Fall leer machen und werde mich danach dann entscheiden, ob ich weiterhin diese hier kaufe oder ob ich mal wirklich dieses mit dem Schienen von Smile Secret probiere. Ja, ich glaube, zu dem Produkt hier brauche ich auch nicht mehr viel sagen. Ein Favorit von mir, das täglich in Verwendung ist. Täglich abends zum Abschminken verwende ich immer dieses Teil und zwar ist das Reinigungsöl von Balea Parfümfrei für trockene Haut. Eine sehr, sehr schonende Gesichtsreinigung meiner Meinung nach. Schnelle Reinigung auch für wasserfesten Make-up mit Arganöl. Ja, 100 ml vegan, kaufe ich immer wieder nach, bin ich sehr zufrieden damit. Dann habe ich das Impulse Body Deo Spray leer gemacht. Ich finde den Duft so, so gut, verwende ich aber hauptsächlich immer nur zur kalten Jahreszeit, dass da das schon eher so ein schwerer Vanilleduft ist. Finde ich einfach viel passender zur kalten Jahreszeit, diese schweren Düfte, deswegen verwende ich das dann immer. Ich bin mir jetzt unsicher, ob ich dann noch ein Backup zu Hause habe. Ist auf jeden Fall mit 0% Aluminiumsalze und riecht so, so, so gut. Ich denke, die meisten von euch kennen dieses Ding. Brauche ich wahrscheinlich auch nicht viel dazu sagen. Dann habe ich hier ein Trockenshampoo von Batiste. Ihr wisst, ich mag die Batiste Trockenshampoos sehr, sehr gerne. Für den Alltag kaufe ich mir aber auch gerne die von Balea. Das wisst ihr bereits, vor allem das mit dem Duft Soft Cotton. Ja, ich finde aber trotzdem alle Batiste Trockenshampoos um einiges besser. Oder wie soll ich das erklären? Tja, wenn man es besonders perfekt
haben möchte, vertiefst. Und so für den Alltag, finde ich, auf jeden Fall tut es das von Balea auch. Dann habe ich hier eine Tuchmaske von Garnier verwendet, und zwar die Hydra Bomb Tuchmaske mit Sakura-Extrakt und Hyaluronsäure, intensiv feuchtigkeitsspendend und Glow-Boosting-Maske. Ich kann nur sagen, dass bis jetzt zumindest alle Garnier Tuchmasken richtig, richtig gut sind, und da hatte ich noch nie einen Fehlkauf gemacht, muss ich sagen. Von dem her, ja, falls ihr euch unsicher seid, zu welcher Tuchmaske ihr greifen sollt, Garnier war ich zumindest bis jetzt immer sehr zufrieden. Dann auch ein Favorit von mir, diese Lippenmaske vom Action, zwar die in der pinken Verpackung, nicht die in rosa, sondern pink. Ja, verwende ich auch sehr, sehr regelmäßig. Wenn möglich, alle 14 Tage verwende ich mal so ein Ding. Da ich ja doch ziemlich häufig Liquid Lipsticks verwende, tut das dann schon immer sehr gut für die Lippen. Meine Lieben, das war's mit den aufgebrauchten Produkten. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.